Als zweites probieren wir euch eins. Man nehmen 60 Liter Wasser, 1,2 Kilo Salz, eine Handvoll getriebene Lorbeerblätter und Wacholderbeeren. Und das mischen wir jetzt an den Sud. Ungefähr 2 Stunden, dass wir noch ein bisschen ziehen. Wir haben jetzt hier 24 Kilo Fisch, entspricht 69 Forellen. Jetzt müssen wir die noch ein bisschen abwischen. Ich schmeiße sie ein bisschen in Wasser, lasse die ziehen und nach einer Stunde wieder abwischen, dass sie nicht mehr nachschleimen. Dann werden sie eingelegt. So, jetzt haben wir es da gewaschen. Jetzt legen wir es noch eine Stunde in Wasser ein, wegen Nachschleim, dann wischen wir sie wieder ab, dann legen wir sie viel zu fertig ein. Eine halbe Stunde ziehen lassen, jetzt wischen wir sie wieder ab und dann wird sie in den Sud eingelegt. Mal schauen, wie es wird. Es geht eindeutig, dass wir so nachgeschleimt haben wie beim ersten Waschvorgang. So, unsere Fische sind soweit fertig. Im zweiten Waschvorgang, jetzt kennt man den Sud dabei. Dann lassen wir sie 12 Stunden im Kühlhaus ziehen, bis morgen früh. Dann hängen wir noch 2 Stunden auf, lassen sie abtrocknen. Dann gehen wir hin und fangen an zu räuchern. So, jetzt haben wir die Fische aus dem Kühlhaus geholt. Die liegen jetzt genau 21 Stunden im Sud und jetzt geht es ab zum Räuchern. Gut. Auf geht's! Langsam so. Ja, das muss ich alles sauber machen. Also meine liebe Angler und Räucherfreunde, dies ist ein Ofen, ein sogenannter Räucherofen der Marken Eigenbau. Ein grundsolides Teil. Es wurde von einem Anglerkameraden gebaut, dessen Beruf Schlosser ist. Und das sieht man an der Qualität dieses Ofens. Er ist schon vorneweg 30 Jahre alt und tut immer noch seine guten Dienste. Zweimal abwischen, gehen wir hin und nach dem Aufhängen immer so ein bisschen abreiben. Das hat den einen Vorteil, dann sind die Restschleimablagerungen vom Fisch weg. Dann müssen wir also 2 Stunden abhängen, dann geht es ins Räuchern rüber. Dann unser Forelle Renkehonk, ungefähr 69 Stück. Bleiben wir jetzt quasi 2 Stunden drin. Machen wir wieder auf, fahren die Temperatur runter auf 40 Grad und von 40 Grad kommt Seemehl dabei. Dann machen wir 2 Stunden. Also nach 2,5 Stunden Räuchern
sieht man das Resultat. Wir machen das halt gleich ein bisschen anders. Die anderen gehen hin, die machen so Stund, 1-1. Wir machen das ein bisschen anders. Das heißt, wir machen jetzt quasi 2,5 Stunden. Wir räuchern im Heißofen perfekt. Wir gehen jetzt hin und fahren jetzt runter auf 50 Grad. 50 Grad mit Seemehl. Das heißt, der Fisch kriegt noch mehr Geschmack und noch mehr Farbe. Und danach machen wir noch mehr auf. Vom Ofen her, dass die Fisch noch mehr Farbe kriegen. Ja. Wunderbar geräucherte Forelle. Oh, die sind ja begabt. Mit einem leichten Ruck nach hinten lösen wir den Haken und entgegengesetzte Richtung wie beim Einbauen wieder rausholen. Nach schwerer getaner Arbeit das Erfolg unseres heutigen Arbeitstages. Da wünsche ich den Gästen noch einen guten Appetit. Mahlzeit.